Vielleicht sind Ihnen ja auch schon mal die Menschen aufgefallen, die mit Handy, Tablet oder Notebook vor oder in bestimmten Läden oder Cafés abhängen. Das kann dann daran liegen, dass es da kostenloses Internet gibt, via WLAN. Der Initiative Freifunk geht sowas aber nicht weit genug. Sie will überall freien Zugang zum Netz haben. Und zwar nicht nur für Leute, die sich einen teuren Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter leisten können. Mobil surfen, überall ins Netz können und das auch noch kostenlos. Mit einem öffentlichen WLAN für alle wollen diese Jungs das möglich machen. Flächendeckend online sein. Dafür engagiert sich die Initiative Freifunk. Und immer mehr Bürger machen mit, viele aus einer ganz klaren Überzeugung. Die Sache ist ja die, dass Internet und Zugang zu Informationen meiner Meinung nach ein Grundrecht ist und für jeden gewährleistet sein sollte. Und dafür setzen wir uns halt auch durchaus auch aus dem demokratischen Gedanken ein, weil somit halt, wenn jeder an Informationen kommen kann, auch jeder in der Lage ist, sich zu bilden. Damit überall dieser Freifunk, also freies Internet auf der Straße möglich wird, braucht es viele Router. Und das heißt, um das Internet von Bürgern für Bürger zu installieren, müssen möglichst viele Menschen mitmachen und solche Router aufstellen. Die Idee ist aber übrigens nicht neu. Also gerade wenn man irgendwie hier ins Nachbarland guckt oder so in die Niederlande, da hat man ja an jeder Ecke ein freies WLAN oder auch im Urlaub. Und das muss an der Rechtslage hier in Deutschland liegen, dass Leute sich das dann nicht trauen, ihr Netz zu öffnen. Gegner und Befürworter des Freifunks debattieren seit langem über rechtliche Belange. Die Angst vor Missbrauch ist groß. Vergangene Tage hat dann die Politik aus dem Landtag grünes Licht gegeben für das freie WLAN. Am Niederrhein war die Stadt Moers dagegen einen Schritt schneller. Die Kommune unterstützt den Freifunk bereits finanziell. Vielleicht hat es sich noch nicht genug rumbesprochen, dass kein Risiko besteht, dass es kostengünstig ist und dass keine weiteren Kosten entstehen nach der Erstinstallation. Und die Investitionen mit rund 50 Euro sind auch so, dass man sie, glaube ich, kalkulieren kann. Und es existieren keine Folgekosten, entstehen keine Folgekosten. Rundum eine gute Sache. Und Bürger, die den Ausbau des freien WLAN vorantreiben und so einen Router aufstellen, die tun auch noch etwas Gutes für die Region, ist die Initiative überzeugt. Stichwort Besuchermagnet. Ja, genau, vor allem die niederländischen Touristen, die hier zwischendurch mal vorbeikommen, haben natürlich, wenn sie mal ins Internet kommen, diese hohen Roaming-Gebühren zu zahlen. Und für die wird das Ganze hier dann natürlich in der Art interessant, dass sie die eben nicht haben, wenn sie sich hier mit Freifunk verbinden. Zukünftig müsste sich niemand mehr Gedanken um Kosten oder das eigene Datenvolumen machen. Wenn der Freifunk die Pendler am Niederrhein noch stärker vernetzt und sich private Anschlüsse über die Grenze hinweg verbinden. Und von der Initiative Freifunk ist Rainer Gutowski jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Herr Schulte. Warum eigentlich Freifunk? Ich meine, wir haben doch heute fast alle ein Handy mit einer Datenflat, funktioniert doch wunderbar. Ja, es gibt zwar eine Datenflat, aber die ist natürlich begrenzt. In Deutschland haben wir ja meistens so 1-Gig-Verträge. Ist natürlich toll, wenn man WLAN hat. Und natürlich die ausländischen Gäste. Die müssten dann bei ihrem Provider natürlich entsprechend zusätzliche Flatrates buchen. Und so können die einfach ins WLAN gehen und können sich freuen. Das heißt, ich könnte theoretisch meinen Router nehmen, mache den ein bisschen offen und dann können die Leute da rein? Nee. Finger weg von ihrem eigenen Router, holen sich einen handelsüblichen Router. Gehen Sie auf unsere Seiten, suchen sich eine Firmware aus und dann laden Sie die auf den Router und schon läuft's. Das klingt schon sehr kompliziert. Allein schon Firmware draufladen und so, brauche ich da keine technischen Kenntnisse oder muss mir da jemand helfen? Also der Freifunk an sich ist ja auch eine Bürgerbewegung. Wir wollen den Menschen ja auch zeigen, wie es funktioniert. Sie können sich mit Leuten treffen, die das können, die zeigen das einfach und dann geben wir das weiter und dann geht das immer so weiter und dann gibt das eine große Lawine und irgendwann sind wir flächendeckend WLAN versorgt. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man ein bisschen was von seiner Bandbreite abgibt. Das heißt, die eigene Internetleistung leidet. Genau so ist es. Also man kann das aber einschränken. Man kann also sagen, okay, ich gebe von meiner Bandbreite nur 2000 ab. Wenn ich eine 16.000er Leitung habe, ich kann aber auch mehr abgeben. Ich kann alles abgeben, wie ich will. Wie weit sind wir hier eigentlich in Duisburg oder in der Region mit dem Freifunk? Also in Duisburg habe ich jetzt letzte noch Gespräche geführt mit jemandem. Wir haben ungefähr 20 Router hier. Der will das jetzt aber an den Start bringen und überall, wo wir es an den Start bringen, geht es auch ab. Ich denke, dass wir Ende des Monats wahrscheinlich 100 Router hier haben werden. Das klingt schon mal toll. Allerdings in anderen Ländern ist man da ja viel weiter. Warum dauert das in Deutschland so unendlich lange? Ja, es geht um die Störerhaftung. Die gibt es eigentlich nur in Deutschland. Es gibt eine große Rechteinhaberlobby, die übt natürlich extremen Druck aus, um diese Störerhaftung nicht wegzubekommen. Und wir arbeiten aber daran, dass die weggeht. Und der Herr Gabriel hat ja auch einen neuen Vorschlag gemacht, der uns so ein bisschen auch in die Karten spielt. Also ich denke, irgendwann werden wir die Störerhaftung auch weg haben und dann haben wir keine Probleme mehr. Das heißt bisher nur eine rein rechtliche Sache, die da noch ein bisschen im Wege steht. Genau, so ist das.
Okay. Wie lange denken Sie denn, dauert es noch? Ist zwar diese rechtlichen, ich meine, man kennt das ja. Ja, also der Freifunk Rheinland hat sowieso diese Probleme nicht, weil wir ja Provider sind und somit von der Störerhaftung befreit sind. Andere Initiativen haben diese Problematik noch. Ich denke, dass Ende des Jahres der Gesetzesentwurf durchgeht und dann wird er auch so sein, wie wir das haben wollen. Und dann können wir überall freifunken. Dankeschön, Rainer Gutowski, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns vorbeizukommen. Ja, und wenn Sie sowieso gerade im Internet unterwegs sind, kann ja zufällig der Fall sein, dann gucken Sie noch mal auf unserer Seite vorbei, duisburg.lokalzeit.de. Da gibt es nämlich auch die Tipps und Termine zum Nachlesen, die wir Ihnen genau jetzt zeigen.